Und jetzt können Sie sich wieder ganz entspannt zurücklehnen. Im Rahmen unserer Sommerwochen nehmen wir Sie in dieser Woche mit zu touristischen Highlights unserer Region. Heute geht's in die Universitätsstadt Tübingen. Tübingen. Touristisch gesehen eine der bedeutendsten Städte in Baden-Württemberg. Jährlich kommen sie zu Tausenden aus aller Welt, nicht nur um eine Stocherkannfahrt auf dem Neckar zu erleben oder um die zahlreichen reizvollen Winkel der Altstadt kennenzulernen. Die Stadtführer des Bürger- und Verkehrsvereins sind jeden Tag der Woche damit beschäftigt, Touristengruppen durch die Stadt zu führen. Unter ihnen auch die langjährige Stadtführerin Franziska Blum. Nach der Führung kommt von den Leuten, die von Tübingen keine Erwartungen hatten oder keine Vorstellungen hatten, die Äußerungen häufig, ich habe mir Tübingen gar nicht so schön vorgestellt. Aber nicht nur die schönen Winkel begeistern. Tübingen, das steht auch für deutsche Geistes- und Wissenschaftsgeschichte. Der Schelling und der Hegel, der Schiller und der Hauff, das ist bei uns die Regel, das fällt hier gar nicht auf. So lautet ein Spruch, der hier gerne zitiert wird. Aber nicht allen Dichtern hat es hier gefallen. Hier kotzte Goethe, verkündet eine Tafel neben dem Kotterhaus, dem Sitz von Goethes Verleger. Der große Dichter hielt sich nur kurz in Tübingen auf. Ihm gefiel es nicht so sehr in Tübingen. Er beschreibt die Stadt auch. Er schreibt, dass er die untere Stadt auch besucht hat und die unsere Stadt, die Gassen von den vielen Schmutz auf den Straßen äußerst unsauber war. Jeder Tübingen-Besucher wird aber zuerst an den Hölderlin-Turm geführt. Dass Friedrich Hölderlin die letzten Jahre seines Lebens geisteskrank in einem Turm verbrachte, ist den meisten Besuchern bekannt. Man sprach von einer Geisteskrankheit. Aus heutiger Sicht geht man davon aus, dass es eine Schizophrenie war, an der Hölderlin litt. Und der behandelnde Arzt Friedrich Autenried konnte Hölderlin nicht helfen und er hat dann hier in diesem Haus angefragt. 36 Jahre lang lebte Hölderlin noch in diesem Turm. Weniger bekannt ist aber die Rolle des evangelischen Stifts. Das ehemalige Kloster war nach der Reformation die Kaderschmiede für evangelische Theologen in Württemberg. Unter den Studenten waren unter anderem Johannes Kepler, Wilhelm Hauff, Eduard Mörike und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Für begabte Schüler gab es ein Stipendium des Staates. Essen und Unterbringung waren kostenlos. Das älteste noch erhaltene Bauwerk der Universität ist die Burse. Hier wohnten und lernten die sogenannten Artisten, Studenten der Artes Liberales, der freien Künste. Diese Studenten, Artisten waren recht jung und die haben hier nicht nur ihre Vorlesungen gehört, sondern auch hier gewohnt und haben aus einer gemeinsamen Börse gelebt, deswegen Burse. Bursa, lateinisch die Geldbörse. Die Universität und ihre Studierenden prägen bis heute die Stadt. So ist Tübingen kein Freilichtmuseum, sondern eine moderne und lebendige Stadt mit einer reichhaltigen Vergangenheit. Und darauf sind die Tübinger stolz, die Alteingesessenen wie die Studenten.